Okay, we do. Diese Serie habe ich mir extra einen Pinsel gebaut mit 8, 9 Armen, die ich dann in eine Tuscheteller mache und dann wird das über das Papier gezogen. Plus in der Mitte noch dieser fette, breite Borstenpinsel. Dann lasse ich das Ganze in der Hand verlaufen. Das ergibt dann diese Arme, Beine, Antennen, was auch immer da im oberen Bereich. Und dann habe ich das aufgezogen auf Plexiglas und an die Wand genagelt. That's it.